Wir haben 5 Behandlungszimmer da in der Praxis und momentan sind wir bis zu 3 Ärzte gleichzeitig in der Praxis. Wenn die Frauenärztin noch da ist, sind wir bis zu 4 Ärzte gleichzeitig in der Praxis und 2 medizinische Praxisassistentinnen. Wir machen ja Hausarzt, Allgemeinmedizin und Innere Medizin, haben noch eine Kinderärztin da und ab Sommer soll eine Frauenärztin noch dazu stoßen. Die ist jetzt bis jetzt noch nicht da. Und im Prinzip können die Leute mit allen Anliegen kommen und wir schauen uns das an. Also erstmal war es für mich ungewohnt, in einer Praxis zu sein, wo nicht sehr viele Patienten schon auf einen warten, etwas mehr Freiraum noch zu haben. Es war auch sehr schön, weil man hat einfach mehr Zeit, sich mit den Patienten zu besprechen. Ich habe jetzt vorher in der Notfallpraxis geschafft. Da musste man natürlich sehr zügig hintereinander schaffen. Und da in der Hausarztpraxis hat man ein bisschen mehr Zeit, auf den Patienten individuell einzugehen, sich ein bisschen auch über seine Familie und sein soziales Umfeld zu erkundigen, was ja durchaus für die ärztliche Therapie auch sehr wichtig ist. Dann habe ich es sehr schön gefunden, in den neuen Räumen hier zu arbeiten. Ich denke, wir haben da eine ganz schöne Praxis uns eingerichtet und fand es sehr angenehm, mit dem Team zu arbeiten. Ich denke, wir haben ein gutes Team zusammengestellt und haben da eine gute Zusammenarbeit. Nun, das sind natürlich immer die schwierigeren Schicksale, mit denen man konfrontiert ist. Wenn jemand zum Beispiel eine schwerere Erkrankung hat, wo man keine heilende Option mehr hat, das sind immer natürlich Sachen, die einem etwas nahe gehen. Aber auch wenn Leute berichten, dass sie mit der Familie Probleme haben, dass es da große Probleme gibt, das tut mir dann auch leid für die Leute. Das sind so die Sachen, so die Schicksale, die man erlebt und erzählt bekommt, die ja nicht einfach sind. Und da kann man ja häufig zwar eine helfende Hand mal anbieten, aber ändern kann man familiäre Probleme natürlich der Leute nicht. Die Rolle als Mensch und als Arzt insgesamt hat natürlich ihre Grenzen. Jeder ist ja für sein eigenes Glück auch selbst verantwortlich. Und wenn mir jetzt ein älterer Mensch erzählt, dass er mit den Kindern nicht mehr zurechtkommt, dass die sich verstritten haben und so, dann kann ich natürlich fragen, warum das so ist und mal einen Lösungsvorschlag anbieten. Aber letztlich muss jeder selbst da natürlich die eigene Kommunikation und die eigene Lebensweise finden. Aber es tut mir dann leid, wenn ich höre, dass was die Menschen auch so für Probleme einfach haben. Ja. Wir wollten uns das nochmal anschauen mit der Cholesterinbestimmung gestern, ja, was ich dir genau gesagt hatte. Hattest du da mit dem Kollegen nochmal Kontakt aufnehmen können? Ja, der Herr Ciriello, der ist gestern für mich gekommen und der hat uns im Gerät Cholesterinwert verstellt. Ah ja. Also die Referenzwert eigentlich. Und jetzt hat es wieder funktioniert. Kontrolle hat dran gemacht. Das ist alles gut. Und hat gesagt, es hätte nicht mehr passieren. Okay. Die Differenz zwischen dem Reflotron und dem Spottchem ist normal. Okay, aber nicht gerade 2, hat er auch zugegeben. Okay, es sollte etwa 1-0 sein. Wir sollen es jetzt einfach verfolgen bei den Patienten und sonst, wenn wieder etwas ist, sollen wir ihm anrufen. Ja, das ärztliche Handwerk besteht erstmal daraus, dass man das Gespräch führt mit dem Patienten, die sogenannte Anamnese. Das ist ja häufig schon aufschlussreich, was überhaupt genau die Beschwerden sind und die Anliegen. Dann natürlich die körperliche Untersuchung inklusive Ohrenuntersuchung, Augenuntersuchung. Wir haben Sehtestsmöglichkeit, eine Audiometrie, also können nicht nur das Ohr mit dem Spiegelungsgerät untersuchen, sondern auch eine Hörprüfung machen. Dann haben wir ein großes Praxislabor, können Blut abnehmen, diverse Sachen bei uns untersuchen. Viele der Basics machen wir im Prinzip da in der Praxis. Dann haben wir ein EKG für die Untersuchung des Herzens, Lungenfunktionsuntersuchung, Ultraschall vom Bauch, von den Beinvenen zum Beispiel oder der Schilddrüse und ein digitales Röntgen, um zum Beispiel die Lunge oder Knochen zu röntgen, bei Verdacht auf eine Verletzung oder bei einer Lungenentzündung.
Ja, relativ viel. Wir machen das Labor, wir machen das Röntgen, wir helfen bei den Verbänden, wenn es nötig ist. Gipsen tun wir zwar weniger, aber wir haben noch nicht so viel, aber könnten wir auch. So ein bisschen alles, Termine vergeben, bei der Kinderärztin helfen, Kind messen, wiegen. Eigentlich noch ganz schön, man hat ein bisschen verschiedene Einblicke. Man hat eben einerseits den Kinderarzt und andererseits die Allgemeinmedizin, die halt mehr mit Erwachsenen etwas macht. Aber es ist eigentlich noch ganz schön, ein bisschen Abwechslung zu haben, nicht immer das Gleiche müssen zu machen. Ich fühle mich sehr wohl, ja. Wir haben ein super Team, wir kommen alle gut aus miteinander. Und es ist auch schön, dass man mal privat miteinander besprechen kann in der Mittagspause. Und ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin zufrieden, dass ich hier gewechselt habe. Am Anfang waren natürlich noch nicht so viele Patienten, weil wir ja ganz neu aufgemacht haben, keine bestehende Praxis mit Patientenstamm übernommen hatten. Es musste sich erstmal ein bisschen rumsprechen, wir mussten die Werbetrommel ein bisschen rühren und jetzt wird es von Woche zu Woche etwas mehr. Es spricht sich ein bisschen herum, die Leute empfehlen uns ein bisschen weiter und auch umliegende Kollegen sagen immer mal Patienten, die anrufen, da sie keine Kapazität mehr haben, dass wir neu aufgemacht haben und sie doch zu uns gehen oder sich bei uns erkundigen sollen. Macht nicht. Es ist Dübendorf und auch die umliegenden Gemeinden durchaus auch. Also von Volkitzwil kommen durchaus auch Leute, also sind auch die umliegenden Gemeinden. Okay, und für das müsstet ihr das Rezept haben? Na, das Besondere ist natürlich, was die Versicherung betrifft, dass man über uns auch das Managed Care Modell wählen kann bei seiner Versicherung, dadurch Prämien einsparen kann. Okay, dann schaue ich es mit Ihnen an und dann können Sie, wenn Sie das Medikament sowieso holen, das Rezept damit nehmen. Das wäre eigentlich noch ganz gut, oder? Mal. Gut, mache ich es parat. Bitteschön. Ade.